Und zwar, ich habe 5 Kernthesen, die bringe ich Ihnen jetzt, weil ich bin ein Typ, ich weiß nicht, ob ich zum Ende komme, deswegen lieber das Wichtigste gleich vorweg. Das allererste ist, für mich sind soziale Medien, das heißt, ach so, jetzt fällt mir auf, was ich vergessen habe. Und zwar, wer von Ihnen nutzt eigentlich Instagram? Oh, sind da richtig ein paar, ne? WhatsApp, gehe ich mal von aus, wer nutzt nicht WhatsApp? Nee, halt, Gegenfrage, weil da sind so viele sonst immer. Also sind doch ein paar so. Ach, die Jüngeren sogar, ne? Ah, okay. Also WhatsApp, so Facebook, wer nutzt Facebook nicht? Nicht. Oh ja, das ist okay. Ja, nicht? Nicht. Ne? Muss noch wiederholen. Wer von Ihnen zockt Games? Wer ist ein Gamer? Sie haben es vielleicht aus der Ankündigung gesehen. Ich bin selber einer. So, ne? Sind ein paar. Das ist ganz interessant. Okay, habe ich alles. Habe ich jetzt alles? Jetzt, glaube ich, habe ich alles zusammen. Also, diese sozialen Medien, wie ich sie gerade gebracht habe, die bilden für mich nicht nur irgendein Instrument. Also WhatsApp ist für mich nicht einfach nur, du schickst eine Nachricht. Oder auch Instagram oder so, dass du ein Bild hochlädst. Oder Snapchat hätte man noch fragen können. Lass mal weg. Sondern die sind eine Art öffentlicher Raum. Ein Raum, in dem wir im Prinzip mit anderen Menschen kommunizieren und interagieren. Und da gibt es schon gleich zu Beginn auch einen netten Gedankengang. Stellen Sie sich vor, Sie wären auf dem Spielplatz und da würden Ihre Kinder spielen. Ich sage jetzt mal, die Kinder sind Alterskategorie 8 bis 9. Und auf diesem Spielplatz spielen die Kinder und dann kommt jemand wie ich zu diesen Kindern und sagt, hi, ich würde gerne mit dir zusammenspielen. Du kennst mich nicht, aber ich spiele mit dir zusammen. Und ich sage dann so, ja, ich bin vielleicht auch so alt wie du. Und dann sagen sie, naja, nee, nee. Also so alt wie wir nicht, Anfang 20, okay, aber nicht so alt wie wir so jetzt. Ne? Was würden Sie dazu sagen? Würde das irgendjemand gut finden, wenn irgendein unbekannter Erwachsener meiner Alterskategorie auf dem Spielplatz an ein Kind rantritt? Wahrscheinlich nicht. Alle unsere Schutzmechanismen würden auch anschlagen. Wir haben unseren Kindern ja beigebracht, ey, ein unbekannter Erwachsener oder auch ein älterer Jugendlicher, der mit dir kommuniziert, das kann nicht sein. Aber wissen Sie, wo das passiert? Jeden Tag im Netz. Und das ist für uns gar kein Thema. Ne? Wenn Sie sich ein Online-Spiel anschauen, dann passiert das jeden Tag, weil wir uns da gar keinen Kopf drüber machen, dass Erwachsene dort mit den Kindern interagieren. Das muss nicht immer was Schwieriges bei rauskommen, aber es kann was Schwieriges bei rauskommen. Und in diesem öffentlichen Raum bewegen wir tatsächlich Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene zusammen, was wir aus dem physischen Raum nie akzeptieren würden. Und was ist mit diesem Raum? Den gibt es ungefähr seit 20 Jahren. Ja, wenn Sie sich mal zurückerinnern, früher gab es so Meridian, ich glaube 5745 hieß das, war ein Online-Spiel, eins der ersten, Ultima Online, MySpace, da gab es schon alles Mögliche. Das heißt, alles, was Sie jetzt so hören, das gab es eigentlich schon fast vor 20 Jahren. Und wir haben es als Gesellschaft aber nicht geschafft, uns in diesen 20 Jahren in einem Raum, wo wir interagieren und kommunizieren, uns eigentlich einen Kopf darüber zu machen, wie wir diesen Raum sicher gestalten wollen. Das ist im Prinzip so, als wenn wir im Straßenverkehr wären und sagen, es gibt keine Regeln und ich nehme meine Kinder, schmeiß sie rein mit allen erwachsenen Autos und so und sage, kommt, ihr kommt da durch, aber ich gebe euch nichts vor. Es gibt keine Regeln, kein Straßenverkehr, keine Verkehrsregeln, nichts. Geht ihr mal durch. Und wenn ihr 20 Jahre später fertig seid, dann könnt ihr das vielleicht euren Kindern weitergeben. So ein bisschen ist der Gedanke. Das heißt, wir haben uns darüber nie auseinandergesetzt, richtig intensiv. Das nächste ist das Internet ein Broken Web? Also ich bezeichne das als Broken Web. Ich weiß nicht, ob jemand diese Broken Window Theorie kennt. Die besagt Folgendes. Wenn du einen Raum hast, ist die Frage, ist es ein rechtsfreier Raum oder nicht? Sie kennen das vielleicht in fast jeder Pressemitteilung, wo irgendein Cybertäter überführt wird, heißt es, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Hatten wir hier auch schon leicht angedeutet, ist kein rechtsfreier Raum. Die Frage ist immer, was ist ein Rechtsraum? Ein Rechtsraum ist das, wenn Recht gilt in einem Raum. Natürlich gilt irgendwie im Internet das Recht. Kommt es aber darauf an. Es gibt auch in Deutschland, überall gilt das Recht. Und trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen, ist das zum Beispiel ein Brennpunkt oder ein rechtsfreier Raum, ist das ein gescheitertes Wohnviertel? Warum? Es kommt nicht darauf an, ob Recht gilt. Es kommt auf eine gewisse Wahrscheinlichkeit an, dass auch ein Rechtsverstoß geahndet wird. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist, dann kann das zu einem Intensivierungsprozess führen. Das ist diese Broken Window Theorie, die besagt nämlich, wenn du ein Fenster einschlägst, und keiner kommt und repariert dieses Fenster, wird es nicht lange dauern, bis ein zweites Fenster eingeschlagen ist oder bis zum drittes, weil der Staat oder der Verantwortungsträger zeigt, ich mache hier nichts, ich habe keine Kompetenzen, eigentlich interessiert mich das nicht. Für mich muss man ehrlich sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, wo diese Schwellenwert liegt, wo man eine gewisse Höhe der Strafverfolgungswahrscheinlichkeit braucht. Aber ich kann Ihnen eins sagen, im Internet ist die nicht erreicht. Das kann ich Ihnen, glaube ich, sagen. Übrigens, das können Sie auch alles von mir noch nachlesen, wenn Sie richtig Lust drauf haben und sich das antun wollen. Jetzt ist das so, dass wir aber als Gesellschaft auch überhaupt keine wirksamen Schutzmechanismen für Kinder und Jugendliche in diesem Raum entwickelt haben.
Wir werden viel heute über diese Altersstufen reden, weil man muss es ganz klar sagen, und ich sage es Ihnen gleich jetzt hier, der deutsche Jugendmedienschutz versagt in diesem Bereich eigentlich vollkommen. Warum? Er hat nicht zur Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor Straftaten im Internet zu schützen. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Der soll nicht verhindern, dass ein Kind mit einem Sexualtäter konfrontiert wird oder ein Kind mit einem Extremisten. Das Einzige, was der deutsche Jugendmedienschutz, so wie er heute aufgestellt ist, soll, ist nämlich, den mutmaßlich negativen Einfluss von Medien auf Kinder zu verhindern. Das kann so sein, wenn man das als Gesellschaft so will. Ich halte das aber für einen Fehler, weil ich werde Ihnen heute mal zeigen, was das für problematische Auswirkungen haben kann. Also und Eltern sind nur in Ansätzen in der Lage, zum Beispiel auch Normen, digitale Normen zu vermitteln. Warum? Da gibt es auch noch einen interessanten Punkt. Und zwar ist das so, also ich bin eigentlich auch so ein, beschäftige mich viel mit dem Anbahnen von sexuellen Kontakten zu Kindern im Internet. Cybergrooming würde man das nennen. Und dort ist es so, dass mittlerweile seit 5 Jahren, seitdem die Smartphones auf dem Markt sind, jeder dritte Tatverdächtige, den die polizeiliche Kriminalstatistik kennt, selber ein Kind oder ein Jugendlicher ist. Das bedeutet, jeder dritte digitale Sexualtäter, der überführt wird oder der ermittelt wird, ist ein Kind 10% oder ein Jugendlicher 25%. Woran liegt das? Es gibt niemanden, der heute mit Kindern drüber spricht und sagt, pass mal auf, du darfst mit 14 Jahren keine 13-Jährige anschreiben an der Schule und um ein Nacktbild von ihr bitten. Das kann schon eine Strafbarkeit begründen, weil wir diese digitale Ethik für Kinder, nicht nur den Gedanken, du darfst nicht nur Opfer werden, sondern auch der Gedanke, pass auf, was du im Netz machst, du darfst nicht auch Täter werden. Das machen wir nämlich nicht. Und die Eltern meistens auch nicht. Ein Resultat, Moment, bin ich zu früh rüber. Ein Resultat, müssen wir mal zurückzoomen. Ein Resultat ist deswegen, dass wir in den letzten Jahren, und Sie kennen das an den gesellschaftlichen Debatten, eigentlich in allen Bereichen, die mit diesen Interaktionen zu tun haben, steigende Fallzahlen und steigende gesellschaftliche Bedeutung haben. Im öffentlichen Straßenverkehr verbringen Sie alle, sind ja auch hierher gekommen, 3,4 Wege am Tag. Das sind ungefähr 24 Minuten pro Weg. Zusammen sind das 81 Minuten sind es im Straßenverkehr. Und Sie alle haben einen Führerschein. Haben Sie sich mal gefragt, warum müssen Sie eigentlich eine Fahrerlaubnis, sagt man, der Führerschein ist nur dann die Karte, aber haben Sie sich mal gefragt, warum müssen Sie das eigentlich machen? Weil die meisten haben den mit 18 Jahren vielleicht gemacht, so drumherum. Und ich habe mich immer gefragt, sagen Sie, müssten Sie nicht die Regeln eigentlich schon vorher gekonnt haben? Müssten Sie nicht eigentlich die Regeln schon vorher können, bevor Sie eigentlich einen Führerschein machen? Normalerweise ist es schon. Ja? Man sagt, du müsstest mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren zur Schule. Du müsstest die Regeln beherrschen. Dann kommt der Staat und sagt, aber ich will aber, dass du einen Führerschein machst. Jetzt könnte man sagen, naja, geht es um die technische, dass du technisch das kannst, dass du ein Auto bedienen kannst. Das könnten Sie auf dem Hinterhof beim Opa lernen, wenn er sein alles absperrt, dürften Sie es auch wegen privatem Grundstück, selbst ohne Führerschein, wenn alles abgesperrt wäre, nicht öffentlicher Verkehrsraum, würde man zu sagen. Der Punkt dahinter ist aber folgendes, da kommt der Staat und sagt, bei 94% aller Erwachsenen gibt es einen Führerschein. Das heißt, es wird geprüft, was hast du drauf. Und in den Fahrerlaubnisprüfungen, vielleicht mal als Gedanke, ich weiß nicht, wer Ihnen das passiert ist, mir natürlich nicht so, aber wer hat in der Fahrerlaubnisprüfung sein Auto mal abwürgen lassen vor Aufregung? Haben doch sicher, ja, weiß nicht so rhetorisch, aber vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben, ne? haben sicher einige gemacht. Sind Sie dafür durchgefallen? Jetzt muss ich Sie doch fragen. Sind Sie dafür durchgefallen? Wegen dem Abwürgen lassen? Nee. Sehen Sie? Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Wegen den Abwürgen lassen fällt man wahrscheinlich nicht durch vor Aufregung. Aber fahren Sie mal mit 180 durch die 30er-Zone in Ihrer Fahrerlaubnisprüfung. Da fallen Sie durch. Warum? 70% der Prüfungsinhalte sind eigentlich die Vermittlung der Normen und der Werte. Also der Normen da drinne, dass man weiß, man bewegt sich da drinne. Und warum ist das gut für Sie? Weil nämlich Sie bei Ihren Kindern akzeptiert werden als jemand, der sich mit Ihnen über den Straßenverkehr unterhält, weil Sie einen Führerschein gemacht haben und weil Sie ein Auto fahren können. Weil Ihre Kinder wissen, Sie haben es drauf. Warum gibt es sowas eigentlich nicht für den digitalen Raum, wenn man das mal überlegt? Weil da nehmen wir an, man wächst damit auf und damit beherrscht man automatisch die Regeln. Da erkennen wir einen schönen Unterschied, oder ich vertrete den immer, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einer Wischkompetenz und einer Medienkompetenz. Wischkompetenz bedeutet, du kannst schön die Bilder weiterwischen. Das ist was Sie auch Ihren kleinen Kindern weiterbringen. Wenn es nämlich heißt, Eltern sind in der Lage, ihren Kindern was zu vermitteln im Netz, dann gucken Sie sich mal die Altersstruktur an. Meistens geht es darum, dass Sie Bilder hochladen können, dass Sie ein YouTube-Video weiterladen können. Aber das ist nicht gleichzusetzen mit der Vermittlung von Normen, Werten, von dem dort drinnen vertreten. Das ist was anderes. Es gibt auch immer, ich hatte mal eine politische, also Parlamentarierin, die hat dann zum Beispiel erzählt, dass ihr Sohn auf den Handspiegel geguckt hat mit 3 Jahren. Dann, was hat er irgendwann gemacht? Er hat weitergewischt. Ja, und ein anderer hat erzählt, stand vor dem Aquarium, und was hat der gemacht? Hat vergrößert. So.
So, ne? Und fahren Sie mal, also hier im Saarland geht es natürlich auch, aber fahren Sie mal in Berlin im öffentlichen Straßenverkehr und schauen Sie sich mal an, wie viele Eltern ihren Kindern die Smartphones in die Hand drücken in jüngsten Jahren, damit die nicht quengeln. Kennen Sie vielleicht auch von den Familienfesten und so. Ne? Was das eigentlich bedeutet. Und da bringt man denen halt tatsächlich diese Anwendungskompetenz bei, die aber nicht gleichzusetzen ist mit dem Normverständnis. Was sich übrigens dadurch widerspiegelt, dass nämlich tatsächlich die Kinder und Jugendlichen und auch die jungen Tatverdächtigen immer mehr werden im digitalen Raum. Was ist in der Schule und Kindergarten? Was meinen Sie, was Ihnen sagen, wenn Sie sagen, ey, ihr müsst digitale Normen und Werte vermitteln? Das muss für euch verpflichtend sein. Manche Diskussionen gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, an Schulen. Aber normalerweise sagen die Ihnen, ey, was die Familie nicht hingekriegt hat, das kann doch nicht unsere Aufgabe sein. Als Schule, wisst ihr, was wir alles machen müssen, das können wir nicht machen. Und wenn Sie sich mit unseren Kollegen bei der Polizei unterhalten, also wir haben zum Beispiel bei uns Revierpolizisten, das sind eher so ältere Kollegen, und wenn du dich dann mit denen unterhältst und sagst, ey, komm hier, wir müssen hier digital machen und die Kinder und so, dann sagen die, ey, was die Familie und die Schule nicht aufgefangen hat, das können doch wir nicht auffangen. Wir sind doch hier nicht hier der Müllhaufen für alle. Wissen Sie, was ich dann immer sage? Ich sage, habt ihr nicht selber Kinder? Müsstet ihr das nicht sowieso alle können, ob du Lehrer bist, ob du Polizist bist, weil ihr nämlich selber euren Kindern das vermitteln müsstet? Es geht also nicht um Lehrer, Polizei und so, es geht um Erwachsene. Und die Erwachsenen sind meistens dazu nicht in der Lage. Und jetzt kommt, die Regeln zum Kinder- und Jugendmedienschutz, die funktionieren auch nicht. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir tatsächlich so eine Art kollektive Unverantwortlichkeit in all diesen Bereichen haben. Jeder schiebt sich den schwarzen Peter zu. Eltern sagen, das muss der Staat regeln. Die Schule sagt, das müssen die Eltern regeln oder vielleicht noch die Sicherheitsbehörden. Die Sicherheitsbehörden sagen, ey, guckt euch an, was wir überall überfordern, was wir machen. Das muss Aufgabe der Gesellschaft, der sozialen Gesellschaft sein. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Und die Politik sagt, na, wenn ihr nichts sagt, dann brauchen wir auch nichts machen. Funktioniert ja alles. Und ich will Ihnen mal zeigen, dass zum Beispiel ist eine Studie, Deutsches Institut für Vertrauen, Sicherheit und Internet. Ich fand die Studie jetzt eigentlich nicht so cool. Warum? Die hat nämlich die Medienkompetenz von Eltern im Zusammenhang mit ihren Kindern unter 9 erhoben. Und unter 9 ist so ein Ding, wo man sich fragen muss, was für eine Medienkompetenz ist das? Das ist nämlich meistens dann diese Bedien- und Wischkompetenz. Und trotzdem hat es ein paar interessante Sachen gehabt. Weil hier sagen jetzt 80% der Eltern, ich bin dazu in der Lage, für die Sicherheit meines Kindes im Internet zu sorgen. Und dann sagen aber 60% im selben Zusammenhang, ich vertraue darauf, dass mein Kind im Internet nur kindgerechte Seiten besucht. So. Also wenn ich das annehme, dann bin ich auch in der Lage, meine Kinder entsprechend zu vermitteln. Und das hat dann sogar nochmal eine ähnliche Kompetenzgeschichte ergeben. Und zwar die Roten, das sind sogenannte digitale Souveräne. Also das sind Leute, die sagen, ich bin richtig fit. In derselben Studie. Und da haben dann von diesen Leuten haben dann 30%, also im Prinzip grob gesagt, jeder Dritte, das stimmt nicht ganz, aber 30% haben gesagt, mein Kind lernt den Umgang mit digitalen Medien von ganz alleine. Ich brauche da nichts machen. Und das sind die Leute, die tatsächlich schon sagen, ich bin fit. Also das wären eigentlich die 20% hier gewesen. Und das ist schon ein Aspekt, worüber man tatsächlich diskutieren muss, weil ich halt glaube, dass das zeigt. Und für mich ist das alles ein Straßenverkehr, wo wir Kinder reinschicken, wo es Regeln gibt, weil das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Nur die Strafverfolgungsdichte ist nicht hoch genug. Denn es gibt auch hier Regeln, aber wenn sie nicht durchgesetzt werden, ist das egal. Ja. Und wenn man sich jetzt aber fragt, wir unterhalten uns immer über Kinder. So. Und für mich ist ein Unterschied zwischen Kind und Jugendlicher. Die Schutzmechanismen, die wir für Kinder brauchen, sind ganz andere als Jugendliche. Also ich bin auch zum Beispiel, wenn man ehrlich nimmt, kein Freund von dem Begriff Jugendmedienschutz. Weil der eigentlich signalisiert, naja, sind mehr die Jugendlichen, um die wir uns kümmern. Aber die sind es eigentlich gerade nicht, sondern es muss um Kinder gehen. Und da benutze ich halt immer den strafrechtlichen Begriff. Da haben wir halt eine Legaldefinition, die sagt bis 14. Das ist es, bis 14. Ne? Ich weiß nicht, vor uns hat der Uwe Konrad hat die Altersstufen gezeigt. Die gelten auch für, zum Beispiel für den Gaming-Bereich. Ist Ihnen ja was aufgefallen? Es gibt keine Altersstufe 14. Das heißt, diese Grenze, die wir eigentlich für das Strafrecht kennen, hat im Jugendmedienschutz schon gar keine Rolle. Also spielt im Prinzip da schon in diesen beiden Altersstufen keine Bedeutung. Und was mich halt dabei wundert ist, wenn man dann fragt, wo sind denn die Kinder unterwegs, muss man sich anschauen, worüber muss man denn reden, wenn man über Kinder redet. Und wenn Sie über Kinder reden wollen, das ist eine Bitkom-Studie, dann spielen 56% aller 6- bis 7-Jährigen beginnen ihr digitales Dasein mit Online-Spielen. Ich habe vorhin gefragt, ich glaube, mit den Online-Spielen war mit das Wenigste, mit denen sie was anfangen konnten. Obwohl es das allererste Medium ist, mit den Kindern in den digitalen Raum starten. Also das Überspringen ist nicht ganz so relevant. Und früher hat man sich vorgestellt, wenn Kinder spielen, dann sieht das so aus. Ne? Und heute halt so. Ja? Für mich in der Diskussion, wissen Sie, wenn Sie mit Gamern reden, dann ist das so, dann sagen die, ja, worüber redest du, über Strategiespiele, redest du über virtuelle Welten, redest du über, keine Ahnung, Shooter und so. Das heißt, die führen meistens eine Diskussion, was für Sorten von Spielen redest du eigentlich. Das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert bei Spielen nur eine Komponente. Hat ein Spiel eine Kommunikationsmöglichkeit mit anderen Personen?
dann ist es für mich relevant. Das gilt übrigens für alle sozialen Medien, aber das ist bei den Spielen das, was mich bei den Spielen interessiert. Und hier zum Beispiel will ich mal eins zeigen, das ist bei Movistar Planet. Das war, wie gesagt, dieses Programm, wo 122 Opfer gefunden wurden, Alterskategorie 11 bis 13. Das ist nicht nur das, was sie schreiben, es sind zum Beispiel auch die Nutzernamen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einer sieht hier zum Beispiel, geiler Boy oder 100% Real Boy, in einem Programm, was für ab 0 empfohlen wird. Und ich habe es mitgebracht, man soll 122 Kinder zu Sexaufnahmen gedrängt haben. Auch bei Kindern beliebte Plattformen wie Knuddels, also wer sich mit Knuddels auskennt, weiß, das ist ein totaler Hort, aber das ist nicht bei Kindern mehr beliebt. Also wer das jetzt sagt, so, das ist nicht mehr so ganz richtig, aber Movistar Planet ist es. Und jetzt gibt es noch ein Konzept digitaler Narzissmus mehr, der mir wichtig ist. Was besagt das? Und zwar heißt das Folgendes, durch eine Selbstpräsentation im Netz, den wir heutzutage alle frönen, kriegen wir Anerkennung und Selbstbestätigung, kriegen wir eine Form von Anerkennung und von Selbstbestätigung, beispielsweise in Form von Likes oder so. Wer hat denn in der letzten Woche mal ein Bild hochgeladen von sich? Hat es irgendeiner hier gemacht? Natürlich alle nicht. So. Ja, doch ein paar. Ja, hier, da muss ich jetzt mal die Frage fragen. Was würdest du, oder Sie, ne, was würden Sie sagen, wenn darauf keine Reaktion käme? Überhaupt keine. Würden wir sagen, ist okay? Oder würden wir sagen, wieso kommt keine Reaktion? Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Oder machen, holen Sie mal Ihre Handys raus. Alle, jeder, der WhatsApp hat. Und gucken Sie mal in die Profilbilder und soll sich mal der bei Ihnen melden, wo in den Profilbildern keiner Kinderbilder benutzt. Wo in all Ihren Kontakten, in keinem einzigen Ihrer Kontakte, Kinderbilder benutzt werden. Warum ist das von Bedeutung? Weil man Kinder bereits in jungen Jahren in den Profilbildern vorlebt, ey, du kannst dich im Netz präsentieren und WhatsApp ist nichts anderes. Weil würden Sie allen Leuten, mit denen Sie bei WhatsApp verknüpft sind, Ihre Kinder anvertrauen? Vermutlich nicht, aber die Kinderbilder stellen Sie rein. Gucken Sie es mal an. Und ich meine, wie gesagt, wenn einer ist, der sagt, okay, er hat ein ganzes Handy voll und kein einziges Profilbild mit einem Kind drin in WhatsApp, das wäre ein schönes Ding. Vielleicht hat es ja einer, aber ich gehe mal von aus, eher nicht. Aber worauf es hinausgeht, ist eins. Du präsentierst dich und die Kinder sehen, oh, guck mal, die YouTube-Stars machen das, die zeigen sich. Die Eltern schicken Profilbilder von mir raus. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Sharington kennen. Das bedeutet Share und Parenting. Das sind Eltern, die alles im Netz veröffentlichen von ihren Kindern. Es gibt eine Studie aus den USA, die sagt, dass in den USA 90% aller unter Zweijährigen in irgendeiner Form im Netz zu finden sind. Das ist ein echtes Problem. Mit dem ersten Ultraschall. Gut, aus meiner Sicht wäre das noch nicht ganz so problematisch, ne, weil man noch nicht erkennen könnte. Aber der Gedanke ist der richtige. Na gut, da ist mal ein kleines Pünktchen. So. Aber okay, ich weiß, was gemeint ist. Ich will das jetzt nicht falsch sagen. Ist genau durchaus richtig. Ne? Das zeigt das aber. Wir präsentieren alles. Und jetzt nochmal als Gedanke, dann brauchen Sie sich vielleicht auch nicht wundern, dass im Prinzip es an jeder weiterführenden Schule, egal wo Sie sind, wahrscheinlich auch hier im Saarland, ich bin jetzt aber nicht der Saarland-Kenner, muss ich gestehen, gibt es wahrscheinlich keine Schule, wo es nicht ein Problem gibt, wo auf einmal Nacktbilder und Nacktvideos von Kindern rumschwirren. Also bei uns im Land hatten wir einen Fall, da hat eine Neunjährige auf der Schulhoftoilette von sich ein Nacktbild angefertigt mit dem Smartphone. Eine Neunjährige. Jetzt kann man sagen, wie schlimm ein Smartphone und so, aber wie kommt die eigentlich auf die Gedankenbilder zu machen? Weil es ganz normal eingelebt wurde und weil man noch nicht mit ihnen spricht, ey, pass mal auf, ich meine, wer spricht mit einer Neunjährigen im Vorfeld und sagt, mach keine Nacktbilder von dir? Also wäre doch nie einer auf den Gedanken gekommen und das ist ein Problem. Es gibt auch eine Studie, jetzt wird man sagen, Dr. Sommer-Studie, man muss aber zu wissen, die Dr. Sommer-Studie, das sind immer dann richtig saubere Studien, also wie Allensbacher oder so dahinter, die die Studie erstellen und dann wird der Name Dr. Sommer raufgehauen. Ne? Und da kam aber raus, 67% der Mädchen und 49% der Jungen ab 13 Jahren posten Selfies von sich. Und jetzt die Frage, fangen die dann alle schlagartig mit 13 Jahren an? Nee, ist auch interessant, warum haben sie denn 13 eigentlich genommen? Eigentlich hätte man 14 nehmen müssen, wenn sie es schon konkret machen. Zum Beispiel ist das so, die ZDF und ARD Online-Erhebung, wer das manchmal benutzt, vielleicht für eigene Studien, die fangen erst ab 14 an. Die gucken gar nicht, wer nutzt eigentlich unter 14 das Internet. Ne? Das ist eigentlich auch mal ganz interessant. So, aber die benutzen das. Das heißt im Prinzip fast jeder zweite Junge und fast jedes dritte Mädchen mit 13 Jahren posten Selfies. Und meistens machen sie das öffentlich und nicht in privaten Gruppen. Warum? Weil nur wenn du es öffentlich machst, du auch die Likes dafür bekommst. Oder die Masse an Likes. Es sei denn, deine privaten Gruppen sind so groß, dass das fast wieder wie öffentlich ist. Also, die Verlagerung unseres Lebens in den digitalen Raum führt auch zur Verlagerung der Sexualität. Ein bisschen sieht man es auch an Snapchat. Das war früher, hieß das auch, das ist die Sexting-Plattform. Also Sexting beschreibt Sex und Texting, also der Austausch meistens von personalisierten Nacktbildern, Videos, erotischen Geschichten. Das kann auch mal die Kommunikation sein. Aber 35% der Jugendlichen nutzen Snapchat so, ja. Aber was hat denn dieser digitale Narzissmus noch für eine Konsequenz?
Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, das ist in Russland, da hat die russische Polizei Warnhinweise hingestellt, weil nämlich die Leute möglichst krasse Selfies von sich machen und dabei zu Tode kommen. Gab es im letzten Jahr 50 tödliche Unfälle weltweit, nach einer Zählung, ne, die auf tödlichen Selfies basierten. Zum Beispiel nicht zum Beispiel vor einem angreifenden Wildtier ein Selfie machen oder vor einem Zug ein Selfie. So, ne. Und da gibt es, ach, das überspringen wir mal die Zahl, aber da gibt es noch ein schönes Beispiel. Der hat das jemand mitgekommen? Todd Orr, wer Todd Orr ist. Das ist jetzt nicht so, also nichts für schwache im Magen, aber kriegen wir mit? Also, das ist Todd Orr. Hat den jemand gesehen? Hat den einer nachvollzogen? Ja, einer? Also ich lasse es, bevor es jetzt ganz eklig wird, weil der zeigt dann seinen Arm, das ersparen wir uns jetzt mal. Wissen wir, was der gemacht hat? Der hat gerade einen Grizzlybärenangriff in Kanada überlebt. Der hat einen Grizzlybärenangriff überlebt. Und noch bevor er ins Krankenhaus fährt, ist das Erste, was er macht, ist ein Video aufzunehmen und zu sagen, ich fahre bald ins Krankenhaus, ich habe gerade einen Grizzlybärenangriff überlebt. Der hat natürlich Millionen Likes damit gemacht, damit macht er dann Geld. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich in der Situation gewesen und ich hätte so gedacht und ich würde vielleicht das überleben, hätte ich vielleicht auch gerissen. Weil wenn du dich damit auskennst, weißt du, das ist ein Top-Ding und damit wirst du Geld machen. Aber das ist eine Form des digitalen Narzissmus. Das hat damit auch eine Auswirkung. Man könnte sogar noch weiter sehen. Wenn Sie die Diskussion über Volksverhetzung im Netz verfolgen, könnte man auch sagen, dass viel Volksverhetzung auch begangen wird, weil die Leute sich in diesen sogenannten Echokammern immer mehr steigern. Weil man nämlich dafür Anerkennung kriegt, dass man immer krassere Sachen schreibt. Das ist auch eine Form der Anerkennung und des Narzissmuses, indem man nämlich dafür die Likes bekommt. Jetzt gibt es aber auch Geschichten, die sind echt übel. Zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat, eine französische 19-Jährige, die wurde... Also wurde nach eigenen Aussagen vergewaltigt. French teenager live streams her suicide. French officials have opened an investigation after a 19-year-old. Also die wurde halt in ihrer Beziehung oder vom Ex-Partner vergewaltigt. Und dann hat sie live gestreamt, wie sie zum Bahnhof gegangen ist, haben alle ihr noch geschrieben, machst du nicht, und dann ist sie vor den Zug gesprungen. Nur warum streamt sie das? Natürlich war es ein Hilferuf, aber es zeigt auch diese Form des Narzissmus, die sich sogar so weit hinausträgt. Und wo erleben Kinder zum ersten Mal Mobbing? Jetzt kommt's wieder, tatsächlich in Online-Games. Studie der Bridgewater State University, 11.700 Grundschüler, 90% haben in Online-Spielen begonnen. Und Kinder machen in Online-Games erste Erfahrungen mit Cybermobbing. Jetzt kommen wir zu der Thematik mit Clash of Clans. Ich habe einfach mal ein paar nette Kommentare mitgebracht. Also hier, das ist jetzt ein Kommentar in Clash of Clans, also so ein rauf und runter. Du bist behindert, in dem Alter schon behindert, bist du behindert oder so? Du Rassist, du Jude, bist du komplett behindert geworden? Halt's Maul, du homophobes Arsch. Du, gay, also schwul. Ja? Sie sehen, was für ein Sprachdiktus auch dort herrscht. Und keiner weiß, wer sind da Kinder, wer sind keine Kinder, mit was auseinandersetzen. Ich habe auch noch ein anderes mitgebracht, das hier zum Beispiel, Yassin. Da heißt übrigens auch die Gilde MILF Hunter, ne? Also Mother I like to fuck, MILF Hunter. Beste Land Türkei oder von wo ihr kommt. Ich fick all eure Mütter, ihr seid Hurensohne, ihr scheiß Deutschen. Ja, keine Ahnung. Also Sie sehen, das ist tatsächlich, wer sich da mal auskennt, und ich meine, Uwe Konrad hat es selbst erlebt, das ist nicht, also, so ist das. In Programmen ab 6. Teilweise, also ich selber spreche da zum Beispiel vom digitalen Piranha-Becken. Ich mache das manchmal, dass wir das live vorführen, wie schnell die Täter an die Kinder herankommen. Und das ist halt so eine Thematik Cyber-Grooming, das heißt Internet, ne, und Grooming, so im Garm fliegen, das soll beschreiben, dass die Täter so einen strategischen Prozess einleiten, wo sie Kinder dazu bringen, sexuelle Handlungen vorzunehmen. Das ist strafbar, 176, das überspringen wir mal aufgrund der Zeit. So, es gibt für mich zwei Sorten von Cybergrooming. Es gibt einen Täter, der Vertrauen aufbauen will und der wirklich sich mit dem Kind trifft, um dann zu verschwinden, um sexuell zu missbrauchen. So, jetzt ist das so, diese Täter sind emotional und langfristig vorgehend, die nutzen diese Schwächen aus und deren Opferzahl ist sehr gering. An die ranzukommen als Polizei ist ein reiner Zufallseffekt. Warum? Die umgarnen die Kinder so, dass sie das nicht als Missbrauch sehen, die schotten die ab von den Eltern. Das aufzulösen ist ganz, ganz schwer. Und dann gibt es aber einen anderen Täter, um den redet man dann meistens. Das sind welche, die im Netz offen vorgehen und die möglichst schnell sexuelle Inhalte mit Kindern austauschen wollen, damit sie ein Erpressungsmaterial in die Hand kriegen. Und das sind die Erpressungstypen. Da gibt es ein schönes Beispiel für. Einer verurteilt worden, 70 Opfer. Andernfalls, so drohte er, werde er den Chatverlauf mit intimen Inhalten und Bildern an Freunde und Bekannte der Mädchen weiterleiten. In mehreren Fällen hat der Student die Drohung wahrgemacht. Einigen Mädchen hat er auch mit dem Tod ihrer Mütter gedroht, sollten sie sich ihm verweigern. Das läuft dann so. Sobald er Bilder hat, sagt er, ey, du bist so toll, du bist so hübsch, schick mir mal noch ein Bild von dir. Und wenn sie es nicht macht, also der macht dann immer erst auf Schmus, und wenn sie es nicht mehr macht, dann heißt es, ey, ich weiß, wo du wohnst, ich bring dich um, ich bring deine Eltern um. Gibt es Dutzende von Beispielen dafür. Und es gibt noch eine Geschichte, zum Beispiel Kinder, die von Mobbing bedroht sind, tatsächlich von Cybermobbing. Die suchen sich häufig im Netz Hilfe.
Und was meinen Sie, wer da auch durchaus die Hilfe anbietet? Da gibt es auch bei Pro-Anna-Foren, also in dieser Magersuchtsgeschichte, da gibt es auch Trainer, die dann sagen, ey, du musst machen, was ich mache, dann kannst du abnehmen, aber du musst das genau machen, ohne jede Frage. Du musst dich jetzt nackt aussehen und fotografieren. Und dann machen sie es. Und sobald sie Material in der Hand haben, ist vorbei. Und da habe ich mal zwei Beispiele, wie sowas läuft, auch echte Geschichten. Der Fußball-Scout. Warum? Durch den digitalen Narzissmus öffnen sich die Kinder auch im Netz. Zum Beispiel, was für Fußballfans sie sind, was ihre Vereine sind. Und diese Geschichte führt dazu, dass die Täter individuell sie anschreiben können. Können sagen zum Beispiel, ey, ich habe dich gesehen, du bist Fan von Bayern München. Wir sind, also wir würden dich gerne bei uns einladen. Aber bevor du zu uns kommst, hat unser Arzt hier gewollt, dass wir von dir noch ein Bild kriegen, wie wir sehen, wie viel Geld das kostet, also wie du aussiehst. Damit wir nämlich das sich für uns lohnt. Dafür brauchen wir ein Nacktbild von dir oder ein Bild in Unterwäsche, sonst funktioniert das. Sagst das nicht deinen Eltern, dass sie das sperren, sondern komm so zu uns. Schick dir das Bild, erpresst da. Und bei Mädels ist es dieselbe Mechanismus mit Topmodels, die hübschen Bilder. Ey, Heidi Klum hat mir einen Auftrag gegeben, ich soll dich ansprechen. Aber du weißt, bei uns zeigst du dich offener, mach mal ein Bild von dir und schick uns das. Und schon geht's los. Ein paar Beispiele dafür mal, ich habe das aus Habbo Hotel mal mitgebracht. Können wir da schreiben, also bei Skype, warum nicht hier, weil hier bei jedem zweiten Wort Bobber steht. Wenn Sie Schwanz schreiben würden in so einem Programm, würde das gefiltert. Und dafür erscheint ein Filterwort, das ist Bobber. Das versteht aber auch wieder jeder, weil wenn es nämlich dann heißt, wer hat meinen Bobber da unten schon gesehen oder wer will ihn sehen, ist das auch verständlich. Also, weil hier bei jedem zweiten Wort Bobber steht, wie alt bist du? 12 und du 25. Ist heiß, 12 ist heiß. 25. Bin ich dir zu alt? Ich habe noch nie einen Freund. Mach doch nichts. Hast du denn Skype oder sowas? Das X dient der Umgehung des Filtermechanismus nach dem jungen Medienschutz dort drin. Oder sowas. Warum? Bin ich dir zu alt? Ich habe noch nie einen Freund. Okay, das macht doch nichts. Hast du Skype oder sowas? Warum? Blabla, Mama hat das auf dem PC. Okay, also jetzt fragt er, ob wir Skype machen dürfen. Das ist der erste Tätermechanismus. Dann fragt er, darfst du dich mit fremden Männern treffen? Okay, warum treffen? Ob ich Skype nutzen darf? Heimlich treffen, also heimlich einen Mann treffen. Würdest du mich dann anfassen, Händchen halten? Nein, schon mehr. Zum Beispiel, du gehst an die Hose. Das können sie rauf und runter machen. Also, was weiß ich, jetzt habe ich hier noch ein Beispiel. Hi, wie alt? 13, 14, hast du eine Cam? Meinst du Skype, eine Webcam, ein Notebook? Was willst du machen? Kannst du $140 verdienen. Das sind diese virtuellen Güter, mit denen die zum Beispiel bei dem Clash of Clans ihr Geld verdienen. Das sind umgerechnet ungefähr 20 Euro. Also, der bietet ja 20 Euro dafür, dass sich das Kind vor der Webcam zeigt. Oder hier, hi, sorry, kommt jetzt dumm an, brauche wirklich Hilfe, meine Hand tut voll weh. Was meinst du, hol mir einen runter und komm nicht zum Schluss. Wie soll ich helfen? Kannst du mir nicht dabei zusehen? So, also gibt es rauf und runter. Was noch interessant ist, ist das hier. Das ist ganz neu, also ich glaube nur 2 Monate alt. Suche perverses Girl mit WhatsApp, Kick oder Snapchat. Da sehen Sie, was in der Szene so up-to-date ist für diese Geschichten. WhatsApp, Skype, Kick oder Snapchat. Und was ist noch relevant? Wer sind die Täter? 10% sind Kinder, 25% sind Jugendliche, 50% sind Ersttäter. Das heißt, Sie sehen, die Altersstruktur davon auszugehen, ist ein 50-jähriger Täter, der irgendwie pervers vorm Computer sitzt, können Sie vergessen. Seit 5 Jahren hat sich das umgewandelt. Die unter 30-Jährigen sind die Haupttätergruppe dahinter und die Ersttäter, was mit diesen Kindern und jugendlichen Tätern passiert. 95% männlich. Bei den Mädchen, also bei den Opfern, 5% unter 6. Wie funktioniert unter 6? Beispielsweise, Sie setzen Ihr Kind vor eine Playstation mit Headset-Verbindung und der Täter wirkt dann über das Headset ein, weil es ja noch nicht lesen kann. So hatten wir im letzten Jahr 69% Kinder unter 5 Jahren, im vorletzten Jahr, wenn man ein Jahr versetzt, im vorletzten Jahr. 75% Mädchen, 25% Jungs, Hauptzielgruppe 10 bis 14 Jahren. Das hier ist aus Kick. Hi, ich bin leider schon 49 und suche möglichst im Raum Bremen ein Mädchen zwischen 10 und 29 Jahren, 11 und 29, die es mag, wenn ihr ältere Männer die Füße küssen, gerne auch Südländerinnen oder farbige. Kick. Oberleutnant Grave. So. Das ist eine absolute Realität. Wer sich Kick vor uns angeschaut hat, da können Sie in jede Spalte gehen und finden solche Geschichten. In jeder. Bei 2,5 Millionen Kommentare. Und hat eine Altersempfehlung ab 12. Also bis 14 ist Kind, also für Kind empfohlen. Und zwar, das ist jetzt wieder Clash of Clans. Also ein Programm ab 6, eines der beliebtesten. Und noch bevor Kinder überhaupt einen historischen Kontext bekommen, treffen Sie in solchen Programmen genau auf sowas. Sie treffen auf Wehrmacht als Gilden, mit denen Sie zusammenspielen, zum Beispiel während geistig und körperlich Behinderte noch im Sandkasten spielen, dient der erbgesunde deutsche Mann in der Wehrmacht. Da heißt übrigens auch mal schön der Spieler Bormann mit H als Zweiter. Ne? Oder Pauli 88 kann auch das Jahrgang sein, also kann man nicht immer unterstellen. Aber hier Wehrmacht, warum habe ich den? Weil der Mitspieler auch mal schön in einem Kinderspiel Adolf Hitler heißt oder Adolf H. Kann natürlich auch was anderes sein. Wer macht als ein S? Wollte den totalen Krieg? Aber auch Pädobären, also pädophilen Clubs in diesem Programm. Gibt es auch also mit Juden,
Judenjäger. Also ich finde es immer lächerlich, also ich finde nicht sagen, ich finde es lächerlich, aber ich finde es immer lustig, wenn es heißt, wir müssen uns Kopf über Facebook machen bei Hate Speech. Schauen Sie sich die Spiele an. Wissen Sie, dass in der Taskforce von Heiko Maas, die gegen Hate Speech im Netz vorgehen soll, da ist nicht ein Vertreter von der Spielefirma dabei. Da ist überhaupt, das wird gar nicht aufgenommen, als wenn das kein Problem wäre in den Spielegeschichten, dass sowas vorkommt. Obwohl das viel relevanter ist, weil die Kinder da in den ersten Jahren sind. Also Al-Qaida, Lanza, also jetzt ein anderes Programm. Sie finden das in allen Geschichten. Warum? Was ist der beste Kinder- und Jugendmedienschutz? Ich habe vorhin schon mal gesagt, das Problem am Medienschutz ist, dass er diese Risiken nicht beachtet. Deswegen werden diese Programme für Kinder empfohlen, obwohl genau das da drin passiert, was ich für den größten Fehler und für die größte Schwäche des Medienschutzes halte. Was ist also der beste Medienschutz? Ist klar, Eltern. Jetzt ist aber der Punkt, nicht die Kinder sollten Ansprechpartner für ihre Eltern sein da drin, sondern die Eltern müssen Ansprechpartner für ihre Kinder sein. Das bedeutet natürlich, dass die Eltern fit sein müssen. Ohne jede Frage, die Eltern müssen fit sein. So. Das kann Ihnen auch keiner ersparen, ne? Weil es dann immer heißt, wann sollen wir das schaffen? Ich muss arbeiten, habe 3 Kinder, wann soll ich mich damit auseinandersetzen? So ist es. Wenn Sie Ihre Kinder irgendwie begleiten wollen, dann ist das der Aspekt, den Sie berücksichtigen müssen. Und beschäftigen sich halt selbst damit. Das ist für mich das Wichtigste. Sie haben alle Smartphones. Über die Smartphones können Sie alle Programme selbst installieren. Und wenn es ist, dass Sie auf der Arbeit, auf Toilette mal kurz Ihr Smartphone zücken und das neueste Spiel zocken. Und was jetzt, wenn man das alles so hört? Es gibt eine Geschichte von Terre des Hommes. Terre des Hommes ist eine Organisation, Kinderschutzorganisation, die hat Folgendes gemacht. Die hat eine virtuelle 12-Jährige kreiert, die wirklich echt aussah. Und die haben sie auf einer philippinischen Seite für Webcam-Sex angeboten. Dort haben die innerhalb von 10 Tagen 10.000 Fälle ungefähr erhalten, wo Erwachsene aus aller Welt der 12-Jährigen Geld für Webcam-Sex angeboten haben. Von diesen 10.000 haben sie knapp 1.000 Leute ausfindig gemacht und haben die dann aus 72 Ländern, haben diese dann den dortigen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt. Wenn man aber mal ehrlich ist, müsste man sich fragen, ist das nicht eigentlich eine Geschichte, die irgendwie Sicherheitsbehörden machen müssten? Ist das nicht etwas, was man von Sicherheitsbehörden erwartet, dass genau sowas passiert? Und das ist ein Problem, weil tatsächlich Sicherheitsbehörden aufgrund der Rechtssituation und auch der Ausstattung und so dazu meistens nicht in der Lage sind, weltweit nicht. Und deswegen haben wir eine Art Broken Web tatsächlich. Wir haben ein Netz, wo im Prinzip das grenzenlos ohne Grenzen ist. Nur ein Beispiel bei den Sexualtätern. Die Sexualtäter, heute kann in der USA ein Täter sitzen, also gab es tatsächlich einen Fall, sitzt in der USA ein Täter und missbraucht gleichzeitig über die Webcam 5 Kinder in 5 unterschiedlichen Staaten. Also nicht Bundesstaaten der USA, sondern Landesstaaten. Was meinen Sie, wie man dagegen vorgehen soll als Polizeien, die rein oder Sicherheitsbehörden, die rein staatlich organisieren? Da gibt es zwar so internationale polizeiliche Hilfe, aber eigentlich haben wir einen globalen Raum ohne globales Recht und ohne globale Sicherheitsbehörden. Und das ist ein echtes Problem, über das man diskutieren muss. Und deswegen tatsächlich sehe ich, wer meine Vorträge und so, meine anderen Artikel kennt, ich sehe auch die Notwendigkeit, neben den Eltern, neben den Jugendmedienschutz, die Frage, wie die Sicherheitsbehörden eigentlich im Netz neu aufgestellt werden müssten. Und das bedeutet vor allem eins, dass die Gesellschaft eine Diskussion führt, dass sie sagt, wie sehen Sie das? Was soll eigentlich Sicherheit im Netz zwischen Menschen bedeuten? Wie wollen wir die Kinder da drin schützen? Und wenn man das diskutiert hat, dann muss gefragt werden, was musst du eigentlich für Ressourcen zur Verfügung stellen, rechtliche Rahmenbedingungen, personelle und so, um das umzusetzen. Oder du machst Folgendes, du sagst, die Sicherheit im Netz ist dann die Aufgabe von Gruppen wie Anonymous, die also Selbstjustiz üben teilweise, ja, oder auch Terre des Hommes, weil das nämlich auch eine Form der Selbstjustiz, wenn man ehrlich ist, am Ende ist, oder der Betreiber. Dass man immer mehr die Sicherheit der Menschen untereinander den Betreibern, beispielsweise sozialen Medien, auslagert. Und das ist das, was in Hate Speech passiert ist. Der Heiko Maas hat ja nicht gefordert bei Hate Speech, ich nehme jetzt 1.000 Staatsanwälte und gehe ins Netz und zeige alle relevanten Delikte an, die ich finde bei Volksverhetzung. Er hat gesagt, Facebook, macht ihr das mal. Und das ist eine Ausverlagerung von polizeilicher Kompetenz. Das ist natürlich dem Umgang geschuldet, dass wir das System dafür nicht geeignet ist. Aber es ist die Frage, dass die Gesellschaft diskutieren muss, ob sie das will. Möchte sie, dass die Sicherheit im Netz private Aufgabe ist oder soll ich einen Rechtsstaat übernehmen? Es gibt nämlich auch leider viele Beispiele, die zeigen, was passiert, wenn das nicht die Rechtsstaat macht mit einem rechtsstaatlichen Verfahren. Dann kann es nämlich zu Situationen kommen, wie Leute unschuldig betont werden oder zum Beispiel auch bei Hate Speech war das so. Da wurden dann die maßgeblich rechtsextremistische Sachen zum Beispiel gepostet haben, bei ihren Betreibern, also bei ihren, also die haben herausgefunden, wer das ist und sind zu den Firmen gegangen. Nur es gibt so im Netz, gibt es kaum eine Garantie, dass das wirklich die Leute waren, die das gepostet haben, selbst wenn das der Account ist. Das kann nur Aufgabe eines Rechtsstaates sein, sowas zu machen, weil wenn es ein Fehler ist, es passiert.
Was müsste man also machen? Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion. Wie soll Sicherheit zwischen Menschen funktionieren? Welche Menschen sollen, Normen sollen gelten? Wie funktioniert Medienkompetenz? Wir brauchen eine Diskussion über eine Sicherheitsfunktion. Zum Beispiel, welche Funktion soll die Polizei? Aber ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Für Gefahrenabwehr ist eigentlich das Ordnungsamt zuständig. Haben Sie schon mal eine Diskussion über ein virtuelles Ordnungsamt gehört im Netz? Da gibt es natürlich die Jugendschutzgeschichten, die sind so ein bisschen virtuelles Ordnungsamt. Aber die reinen virtuellen Ordnungsamt. Gehen Sie mal zu denen und sagen Sie mal, habt ihr virtuelle Ordnungsamtsstreifen? Das meinen Sie, wie Sie da gucken würden, so, ne? Wie kann polizeiliche Präsenz erhöht werden? Was ist Strafverfolgungsdruck? Politische Diskussion, Gesetzesanpassung ist egal, aber ich will Ihnen ein Beispiel noch zeigen, was ich cool finde. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist Bodewin Majeur. Bodewin Majeur ist ein niederländischer Polizist. Und dieser Bodewin Majeur hat Folgendes gemacht. Die Niederländer müssen sich vorstellen, die haben einen ganz anderen Ansatz im Netz. Da sind Tausende von Polizisten tatsächlich erkennbar im Netz vorhanden und betreiben auch Prävention, Ansprechbarkeit. Und dieser Bodewin Majeur, den haben sie in Habbo Hotel, in das Spiel, was ich Ihnen gezeigt habe, reingeschickt, weil die gesagt haben, ey, wenn die Täter so einfach dort mit den Kindern kommunizieren und was da passiert, dann müssen auch wir dort sein. Dann müssen wir dort auch ansprechbar sein. Wie auf dem Spielplatz, dass eine Polizeistreife mal vorbeischaut. Die haben den dort installiert und dann dient er dort als Ansprechpartner in diesem Spiel. Und die haben sehr gute Erfahrungen zum Beispiel damit nicht gemacht, die Täter dort drinnen zu überführen, sondern dass die Kinder an die Polizisten rangekommen sind und mit denen zum Beispiel über Missbrauchsfälle, über andere Delikte gesprochen haben, mit denen sie auseinander sind, weil sie das selber Rahmen gedacht haben. Also da, wo die Täter sagen, wir gehen dahin, wo die Kinder sind, haben die gesagt, wir gehen auch dahin, wo die Kinder betroffen sind. Und der hat aber gesagt, wir kontrollieren die Straßen, aber wir sind nur Gäste in den sozialen Medien. Und das ist etwas, worüber man diskutieren muss. Ich hatte übrigens neulich mal einen Vortrag gehört, das fand ich total cool. Da hat jemand gesagt, aus der niederländischen Polizei gesagt, Kodak wurde von Instagram zerstört. Und die Polizei, also Sicherheitsbehörden müssen aufpassen, dass ihnen nicht das Gleiche im digitalen Raum passiert. Können wir natürlich ewig diskutieren, aber das fand ich eigentlich eine ganz coole Analogie. Und das wäre es schon gewesen. Wer mir folgen will bei Twitter und so, ich glaube, ich müsste jetzt halbwegs es geschafft haben.